Willkommen zu einer weiteren Special-Folge von Super Meat Boy! Los geht's! Er hat gay gesagt. So. Ich wurde mal angeschrieben, ich soll doch mal die ganzen Charaktere vorstellen. Und da ich Rapture eben schon 4, 5 Aufnahmen gemacht habe und es nicht geschafft hatte ohne Tod, mache ich das jetzt erstmal als extra Part. So, ich zeige euch jetzt alle Charaktere und deren Fähigkeiten. Das sollte ich nämlich mal machen. Wurde mal geschrieben von A Game T. Irgendeine Zahl. Irgendwas mit Game und eine Zahl und so. Ich weiß es nicht. Mir tut mir leid, wie ich den Namen vergessen habe. Schreib mir einfach in die Kommentare, dass du es warst, wenn du es warst. So, also Meat Boy kann rennen, kennt ihr ja wahrscheinlich jetzt schon. Also wenn man X drückt, kann er rennen, mit A kann er springen und mit B kann er nix. So. So, also, dann kann ich euch jetzt hier mal gleich den nächsten Charakter sehen. Ich war gerade gespannt, was der da anzeigt bei diesen Dings. Mit den Sprüngen. So, das ist der zweite Charakter, den man in der Warp Zone, in der Charakter Warp Zone vom Forest freischaltet. In der Light World. Das ist Commander Video. Der kann kurz gleiten in der Luft mit seiner schon Regenbogenspur und schafft es im Normalfall sogar von einer Seite hierzu an. Wieso gleitet er nur so kurz plötzlich? Ja, er schafft's. So, der kann eigentlich sonst gar nichts und ist auch ein bisschen langsamer als Meat Boy. So, Switch Character, dann kommen wir zu Flywrench, den kriegt man in der Hölle, also ein Chapter vor, in der vierten Welt, für die, die kein Englisch können. Das vierte Kapitel in dem Fall hier bei Meat Boy. Der kann kurz fliegen, der hat, ich weiß nicht, wie viele Sprünge das genau sind, der hat vier, ja, soweit ich weiß, 4 Sprünge. Und manchmal sind die ein bisschen höher, manchmal ein bisschen niedriger, ich weiß auch nicht, ich verstehe das nicht. Das ist übrigens, Der zieht sich beim Wandsprung so komisch hoch. Das ist übrigens mit Steve, bin ich der Meinung, der einzigste Charakter, den man wirklich spielen kann. Die anderen kann man alle spielen. Wenn man Meat Boy kann, dann kann man auch die anderen Charaktere spielen. So, als Switch-Charakter, dann kommt Ogmo. Der ist in der dritten Welt, in der Salzfabrik, in der Charakter Warp Zone. Ich glaube, das ist Level 16, die Charakter Warp Zone. Ja, das ist da Ogmo. Der kann hier so einen Doppelsprung machen. Es springt klein, niedriger als Meat Boy, zwar nicht so viel niedriger, aber springt niedriger. Und ja, ist ganz lustig und ist ein bisschen langsamer als Meat Boy auch. Nicht nur ein bisschen, aber viel langsamer. Gut. Der kommt übrigens aus Jumper oder sowas heißt das. Das ist Jill, die kann gleiten, das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Den man schon in Welt 2, dem Hospital, in der Charakter Warp Zone bekommt, die glaube ich in der im 8. Level kommt. So Sabbat heißt das Level auf jeden Fall. Kann ziemlich lang gleiten und kann man damit kann man ziemlich viel Epic Shit raushauen. So, The Kid kommt, bekommt man in der schlechtesten Character Warp Zone aller Zeiten, nämlich dem Rapture, die I Wanna Be The Guy Warp Zone, die es in Level 9 gibt, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, es ist nicht Level 9, es ist Level 7? Ich weiß es nicht. Ja, diese Warp Zone ist ziemlich schwierig, ich hab's ja bei mir gesehen, ich hab mir richtig einen Arsch abgefreut, dass ich den geschafft habe. Der kann einfach nur einen Doppelsprung so hoch springen wie Meat Boy ungefähr und ist ein bisschen langsamer als Meat Boy. Also eigentlich nichts Besonderes. So, also manche Leute finden ja Kid sehr, sehr nützlich, aber ich finde den jetzt nicht sonderlich nützlich. Dann die Headgrip, die man bei 10 Bandagen bekommt. Die macht komische Geräusche. Kann so hoch springen wie Meat Boy, wenn nicht sogar noch höher. Ist langsamer als Meat Boy und zieht sich hier ganz langsam, rutscht der ist die Wand runter. Das ist das Besondere. So, also. Also nichts Besonderes in dem Fall sozusagen, wenn man es genau nimmt. Josef. Einer der nutzlosesten Charaktere. Der macht immer so scheiß Geräusche und ist mal. Ich weiß nicht, ob es nur in den Geräuschen liegt, dass man ein bisschen irritiert wird und ein bisschen hirngeschädigt, aber meiner Meinung nach sind die Sprünge bei dem ein bisschen verkrüppelter und der kann kurz in der Luft so fliegen, wenn man A nochmal drückt. Ja, also sehr nutzlos, Josef. Scheiß Bastard, dich habe ich nie benutzt. Genauso wie die anderen. Also die Bandagencharaktere, außer. Hier, Steve habe ich nie benutzt. So, dann kommt Naya von Aquaria oder sowas. So. Wenn X drückt, dann. What the fuck? Was war das gerade? Egal, wenn man X drückt, dann wird sie zu einer schwebenden, wenn man dann in eine Richtung drückt. Da habe ich mir das gerade nur. Ja, irgendwie in irgendeine Richtung drückt oder sowas, dann. Fliegt die da so total Rage Mode ganz schnell hin. Ey, so kann man das Level so schnell abschließen, rein theoretisch. Moment, das versuche ich jetzt mal. Töte dich halt. Nein. Ach, egal. Ich würde sagen, nutzloser Charakter. Der rutscht doch schnell die Wand runter irgendwie. Ja, ist sehr rutschig. Wie auch immer. Gut, nächster Charakter.
One Man. One Man kann rennen. Wenn man ihn Der ist so schnell wie Meat Boy. Ein bisschen langsamer vielleicht, aber wenn man dann X neu drückt, am besten wenn man in der Luft ist oder so. Mir fällt gerade auf, Meat Boy ist einer der wenigen Charaktere, die in diesem Level nicht von einer Wand zur anderen Wand springen. Oder kann Meat Boy, das ist mir egal. Das ist jetzt nicht aus. Ja, der kann halt nicht sehr, sondern nicht viel. So. Nächster Charakter ist Captain Vividian von VVVVVV. Ich glaube, das sind 6 Vs, ich weiß es gar nicht. Der kann halt so wie in dem Spiel VVVVVVV Gravitation ändern, aber bringt nichts, wenn man immer eine Decke braucht, sonst fliegt halt nichts. Und man kann nämlich die Gravitation nicht in der Luft wechseln, man kann sie nur wechseln, wenn man am Boden ist. Hier geht's jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich springe, dann wechseln will. Hier von der Wand geht's auch nicht, also verkackter Charakter. Dann gibt's Steve, den man bei allen 100 Bandagen freischaltet. Der kann hier überall Blöcke in die Welt setzen und nein. Und kann sich hier runtergraben, kann die ganze Stage auseinandernehmen. Ich kann ja mal ein paar Stages komplett auseinandernehmen und die dann einfach mal so ranhängen und in den Stages jetzt spielen oder sowas, weiß ich, so Spielkind-like. Also, ich finde der Charakter ist, da muss ich kurz was sagen, also ich finde den Charakter persönlich nicht sonderlich gut, weil er ist schwer zu bedienen. Bei dem muss man wirklich Skill Deluxe besitzen, also so ein Skill Adapter, nee, Spaß, aber muss man schon ziemlich geskillt sein, um den irgendwie richtig kontrollieren zu können. Weil das halt schon ein bisschen schwer ist, vor allem wenn man springt, dass man dann direkt unter sich ein Block baut, das ist relativ schwer halt. So. Dann kommen wir zum letzten Charakter. Das wäre Meat Ninja. Der das ist wieder was blockiert, warum auch immer. Der ist so schnell wie Meat Boy und kann genau dasselbe wie Meat Boy. Und damit sehen wir, Meat Boy kann doch von einer Wand zur anderen. Okay. Und der kann übrigens, mir wird geschrieben, das geht, wenn man auf eine Säge zu rennt, wenn man dann direkt vor der Säge, wenn hier zum Beispiel der Grashalm ist jetzt eine Säge, der hier, wo ich jetzt drauf stehe. So, und dann komme ich angerannt, direkt vom Grashalm X und nach rechts drückt, dann erscheine ich hier hinter der Säge wieder. Also, wenn das hier eine Säge wäre, hier das hier so. So, also das könnte ich euch eigentlich im Rapture-Level zeigen, aber ich habe keinen Bock ins Rapture zu gehen, weil ich da gerade angepisst bin auf dieses Rapture. Jo, also, gut, dann gibt es noch andere Charaktere, die zeige ich euch nochmal kurz. So, man geht hier in Charakterauswahl bei Meat Boy, schreibt auf der Tastatur Ball Gu. Also B-A-L-L wie Ball und dann Gu. G-O-O. Beides ist alles zusammengeschrieben und klein. Und dann kann man die für auswählen und dann hat man hier einen Gu-Ball. Aus World of Gu. Ich weiß nicht, was war das sonst besonders, wenn. Der kann ziemlich weit von der Wand abspringen, glaube ich. Ja, der ist von World of Good. Das ist so ein kleines Spiel, was man für die Wii im Reshop kaufen kann. Das werde ich vielleicht auch mal let's playen mit River. Wird dann ziemlich lustig. Und dann gibt es noch einen Charakter. Es gibt viele Codes für diese Charakter, bei der Charakterauswahl, die man eingeben kann oder an Knöpfen drücken kann. Aber ich kenne nur den und jetzt nochmal RB, 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 BBB, X. RB, 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 B, 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 X. Jetzt geht's. Dann muss man manchmal, weil RB gleichzeitig drücken ist ein bisschen schwer. Scheiße! So schnell wie Meat Boy. Er springt so wie Meat Boy, ist so kacke wie Meat Boy. Nur stinkiger. Lustig. So. Ja, wie auch immer. Also, nichts Besonderes eigentlich. Ist halt nur ein bisschen lustig. Den kann man erst dann benutzen, wenn man schon den dritten Boss besiegt hat. Also, was heißt schon? Ich meine, den dritten Boss muss man besiegen, sonst ist man ein Opfer. Würde ich fast sagen. Und ich versuche jetzt hier gerade eine Rekordzeit rauszuholen. Egal, passt so. Was ist meine Rekordzeit in dem Level? 1.14. Okay, bei einem anderen Spiel sind, da habe ich 0.90 oder sowas. Egal. Ja, ich werde ja noch viele, die ganzen Level gegen Memo racen. Also werden wir dann in einem Livestream wahrscheinlich machen oder wie auch immer. Und dann gucken, wer die schnellsten Zeiten insgesamt so hat. 12 Sekunden 33, das verbessere ich eben kurz. Einfach nur so, weil ich es kann. Das war das einfache Level. Okay, das war schon zu langsam. Hier könnte ich euch eigentlich den Meat Ninja zeigen. Mache ich auch jetzt so Meat Ninja. Der bringt zwar eh nichts, aber egal. Hier kann ich es euch jetzt schlecht zeigen, weil hier muss man durch die Luft. So. Kann man sich so an den Segen vorbeidingsen. Total unnötig, meines Erachtens, aber.
Aber was soll man sagen, ne? Die mussten halt nochmal einen Charakter einbauen, den man bei 100% bekommt. Es reicht ja nicht, wenn man einen Charakter für 100 Bandagen bekommt, und das war dumm. Egal, es ist eine neue Zeit, ist mir egal. So, das war jetzt etwas kürzerer Part und ein lehrreicher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach, eine Sache kann ich euch noch zeigen. Man kann Lil's Lager, den ersten Endgegner, buggen. Also, buggen heißt ein Bug nutzen. Hab ich herausgefunden, ja? Das hab ich ganz alleine herausgefunden. Man kann hier nämlich hoch. Mit etwas Geld. Dann tschüss, Lil's Lager. Mehr denke ich mir da nicht. Ich denke mir nur tschüss, Lil's Lager. So heißt ja dieses Gerät. So, und hier ist ein bisschen Feuer so. Ist ja egal. Kann man schön in ruhig durch, in ruhig durch die State laufen. In Ruhe durch die State laufen. Und die ein bisschen näher erkunden, wenn man die gemütlich findet. Und der Musik lauschen, weil ich finde, das ist die epischste Endgegnermusik aus dem Spiel. Und dann haben wir Lil's Lager gebackt. Total sinnlos und dumm. Tja. Was soll man dazu sagen? Gut, das war der Part. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.